Liebe Freundinnen und Freunde des Kreisky-Forums, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem, wie wir beide finden, im Nachhinein recht gut getitelten Abend. Bosnien und die Westbalkanregion, Blues oder Aufbruch. Ich glaube, anlässlich der derzeitigen Commotions in der Region ist das wahrscheinlich die richtige Art und Weise, sich der Problematik anzunähern. Ich möchte ganz kurz unseren Gast vorstellen und gleich zu Beginn zugeben, dass ich diesem Gast gegenüber überhaupt nicht neutral bin, weil wir sind seit unserem ersten gemeinsamen Tag im Außenministerium, als wir ziemlich geschwitzt haben, weil wir eine Aufnahmeprüfung machen mussten, befreundet und haben diese Freundschaft seither gepflegt. Ich lese, er trat 1996 in den diplomatischen Dienst ein, also so lange ist es her, und war dann 2008 in verschiedenen Funktionen tätig. Johann Sattler spricht die Sprachen der Region, hat sich auch noch Albanisch angeeignet, hat Russisch und Serbokroatisch studiert und Politikwissenschaft. Dann kann es noch besser. Und war schon 2008 in einer wichtigen Funktion dann an der Botschaft in Washington, wo er hat mir eigentlich verboten, das zu erzählen, aber legendäre Feste geschmissen hat, gesponsert von einem großen österreichischen Getränkekonzern, mit dem er was ganz Wichtiges gemacht hat, nämlich die Staffer vom Congress dazu gebracht, in die österreichische Botschaft zu gehen. Und wenn man sich in Washington auskennt, dann weiß man, das ist der Schlüssel zu den Abgeordneten, zu den Kongressabgeordneten, und dafür hat er schon damals viel Bewunderung geerntet. Dann ging es weiter als Kabinettsmitglied des EU-Sonderbeauftragten für Südosteuropa in Brüssel. Das war der vormalige deutsche Bundesminister Hombach. Und dann hat der Johann Sattler etwas gemacht, was ich auch sehr interessant finde und was manche Kollegen tun, und es ist meistens gut für den Aus- und Weitblick. Er hat sich karenzieren lassen im Außenministerium und war Geschäftsführer der WAZ-Mediengruppe sowie für Axel Springer in Moskau bis 2013, von 2008 bis 2013. 2013 kehrte er zurück in den diplomatischen Dienst, war dann Leiter des Westbalkanreferats, wo wir beide das Vergnügen hatten, tätig zu sein im Laufe unserer Karriere, und ging dann 2016 auf seinen ersten Botschafterposten nach Albanien. Und danach hat er den großen Sprung gemacht, eine der wichtigsten Vertretungen der Europäischen Kommission zu leiten, nämlich die Delegation in Sarajevo. Und daher haben wir ihn heute eingeladen, und ich danke dir für deine Anwesenheit und möchte auch den Botschafter Petric und den Botschafter Raunig noch in unserem Kreis begrüßen. Ich fange mal an mit zwei Zitaten, die ich mir rausgesucht habe zu Bosnien, die ein bisschen zeigen, glaube ich, wo die Probleme in diesem Land liegen. Wir erinnern uns zurück, 1995 im November und Dezember wurde zuerst in Dayton und dann in Paris der Vertrag von Dayton-Paris unterzeichnet, der den Krieg beendet hat. Der Vertrag wurde unterzeichnet zwischen den drei Präsidenten Alija Izetbegovic, Slobodan Milosevic und Franjo Tudjman. Teilweise sehr problematische Persönlichkeiten natürlich. Verhandelt wurde er von Richard Holbrooke, Igor Ivanov, damals stellvertretender Außenminister der Russischen Föderation, und Karl Bildt für die EU. Das ist jetzt 28 Jahre her. Nicht nur alle beteiligten Präsidenten sind mittlerweile verstorben, auch einige der Verhandler. Aber, und das halte ich für zentral, dieser Friedensvertrag hat festgeschrieben, die Verfassung der Bosniens und Herzegowinas und auch das Setup der internationalen Gemeinschaft. Und das ist
eine große Erfolg gewesen damals, aber wohl teilweise auch ein bisschen das Problem. Und ich lese jetzt vor, als was der Karl Bildt 1998, also 3 Jahre nachdem er da historisch beteiligt war, über das Peace Agreement geschrieben hat. Ich kürze es ein bisschen. There are often calls for a revision of the peace agreement, either to break up Bosnia further or to pave the way for a more unitary state. Neither of them are realistic and both are irresponsible in view of all the fears that would be unleashed by any attempt to remake the peace, thus in effect opening up all the questions of the war. The peace agreement balances the reality of division with the structures for cooperation and integration and is based on the hope that over time the imperative of integration in the country and the region will be the dominant factor as long as war can be deterred. So, das ist der eine historische Balkanexperte, den ich zitieren kann. Er lebt noch, der andere lebt Gott sei Dank auch noch und sitzt vor mir. Petric 2001 in dem Buch Bosnien und Herzegowina, 5 Jahre nach Dayton. Auf der Seite, die ich gleich finden werde, hoffentlich. Und dann beende ich meine einleitenden Worte sehr schnell. Wiewohl der vergangene Wahlkampf, also das war 2000, bewiesen hat, dass nationalistische Parolen an Attraktivität eingebüßt haben, ist der öffentliche Diskurs immer noch zu wenig von den tatsächlich entscheidenden Themen des Landes und die sind eben wirtschaftliche und soziale bestimmt. Zu sehr begreifen sich zu viele Bürger Bosnien und Herzegowinas immer noch als Teil ihres ethnischen Kollektivs. Erst wenn der Paradigmenwechsel hin zu einem modernen europäischen Staat Bosnien und Herzegowinas geschafft wird, zur Zivilgesellschaft europäischen Zuschnitts, werden wir etwas erreicht haben. Dass dies möglich ist, dafür gibt es in Politik und Alltag immer mehr Hinweise. Dass dies aber noch unserer Hilfe und Unterstützung bedarf, darauf sollten wir uns einstellen. 5 Jahre nach Dayton wird klar, dass das Eingreifen der internationalen Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina notwendig und sinnvoll gewesen ist. Die nächsten Jahre werden beweisen, davon bin ich überzeugt, dass Bosnien und Herzegowina alle Voraussetzungen mitbringt, ein normaler europäischer Staat zu werden, dem es gelingen kann, Tradition und Moderne, das je Spezifische des Lokalen mit den Herausforderungen der Globalisierung zu verbinden. So, lieber Johann Sattler, was ist seither gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen? Vielleicht darf ich auch bitten, nachdem nicht alle so intim vertraut sind mit dem Dayton-Vertrag, der Verfassung und den verschiedensten Akteuren dort, wenn du das ein bisschen als Bosnien 101 auch anlegen könntest. Danke dir. Danke für die freundliche Einleitung. Die Jugendsünden, dass du die erwähnst, waren sich nicht ausgemacht, aber es sei dir verziehen. Und danke auch dir und dem Kreisky-Forum, dass man eben dem westlichen Balkan Raum gibt und ihn auch nicht vergisst. Es ist klar, wir haben eine geopolitische große Priorität im Moment, das ist der Krieg in der Ukraine, aber ich glaube, es wäre fatal, wenn wir auf den Balkan vergessen. Es ist die Region, die uns am nächsten ist. Es ist die Region, die noch die Beitrittsperspektive, und zwar schon seit 20 Jahren, seit Thessaloniki 2003 bekommen hat. Und es ist jener Raum, den wir hier besonders in Österreich, in Wien, wo wir jede Erschütterung natürlich sofort spüren bei uns. Es ist, glaube ich, auch insofern besonders wichtig, den Balkan im Auge zu behalten, vor allem wenn wir den Anspruch haben als Europäische Union, dass wir zumindest mittelfristig ein wichtiger geopolitischer Akteur werden wollen. Übrigens, ich glaube, im letzten Jahr während des Ukraine-Krieges ist uns da etwas gelungen, etwas, was viele nicht geglaubt haben, nämlich diese Einigkeit und immer noch nach jetzt 15 Monaten aufrechtzuerhalten. Aber es ist auch klar, dass wenn wir es nicht schaffen, unsere unmittelbare Nachbarschaft, nämlich den Balkanraum zu stabilisieren und möglichst eng an uns anzubinden, dass es mit dem Anspruch, ein geopolitischer Akteur von Weltrang zu werden, nicht weit her ist. Und insofern ist diese Beschäftigung mit diesem Raum immer noch besonders aktuell. Ich gratuliere dem Wolfgang Petric zu seinem zeitlosen Buch. Das Zitat könnte von den Wahlen 2022 stammen und nicht aus dem Jahr 2000,
Eins, es hat sich eben leider vieles nicht verändert. Und das vielleicht noch zurückzukommen vor deiner Frage zu Bosnien-Herzegowina 101. Der Titel ist in der Tat wirklich gut gewählt, vor allem dieser Tage. Es ist eben nämlich, es ist eine Zuspitzung, Blues oder Aufbruch, aber es ist natürlich beides davon enthalten, wenn man sich die sechs Staaten des westlichen Balkans anschaut. Auf der einen Seite Aufbruch, nämlich, dass wir es geschafft haben, endlich, muss man auch dazu sagen, letztes Jahr 2022, und da hat natürlich der Ukraine-Konflikt eine wesentliche Rolle gespielt, die neue geopolitische Ausgangsposition in Europa und der Welt, dass wir auch endlich Fortschritte im Erweiterungskontext zusammengebracht haben, nämlich vier Länder, die alle Fortschritte gemacht haben, Albanien, Nordmazedonien, Beginn von Beitrittsverhandlungen. Das ist was ganz Konkretes. Da wird der ganze Rechtsbestand gescreent, da wird jedes Kapitel von Konsumentenschutz bis Agrarpolitik eben durchleuchtet, und da geht es dann wirklich sozusagen ums Eingemachte, und das ist historisch, auch wenn man sich andere Erweiterungsrunden anschaut, der Zeitraum, in dem die Länder am meisten Fortschritt machen. Natürlich auch unter dem Druck der Europäischen Union, die da jedem Kapitel da zustimmen müssen, eröffnen, schließen und so weiter. Das heißt, das war besonders wichtig, wenn man sich Albanien anschaut, und ich war eben dort vor Bosnien, österreichischer Botschafter. Das ist für mich nach wie vor eigentlich das größte Wunder am westlichen Balkan. Die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, da ist die Ausgangsposition und die Gefühlslage eine etwas andere, weil die relativ gut gelebt haben im Jugoslawien, die eben mit Titus Schaukelpolitik zwischen den Blöcken, Reisefreiheit de facto, während hingegen Albanien das totalitäre Nordkorea Europas war, hermetisch abgeriegelt, und dieses Albanien ist vom ärmsten Land Europas, drittärmsten Land der Welt, heute zu einem Middle-Income-Country geworden, beginnt Beitrittsverhandlungen mit dem größten, wichtigsten, prosperierendsten Wirtschafts- und politischen Block der Welt, nämlich der Europäischen Union. Er wirtschaftet inzwischen sage und schreibe 27% des Bruttoinlandsprodukts durch Tourismus. Das Land war hermetisch abgeriegelt vorher und hat jetzt über ein Viertel der Wirtschaftsleistung aus Tourismus. Das heißt, Albanien ist für mich nach wie vor der Hoffnungsschimmer und auch besonders wichtig, weil die anderen beiden Länder, die schon länger verhandeln mit der Europäischen Union, nämlich Serbien und Montenegro, stagnieren die letzten Jahre. Was hat sich noch getan? Letztes Jahr Nordmazedonien hat ebenfalls das grüne Licht bekommen für Beitrittsverhandlungen, mit dem etwas bitteren Beigeschmack natürlich, dass sie wahnsinnig lang gewartet haben, dass sie zuerst in Geiselhaft genommen wurden von ihren lieben griechischen Nachbarn in der Namensfrage, und dass sie dann in der Folge, nachdem sie den Namen geändert haben, in Geiselhaft genommen wurden von ihrem östlichen Nachbarn, nämlich von Bulgarien. Das heißt, hier gibt es zwar das prinzipielle grüne Licht, Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Es muss aber noch eine Verfassungsänderung passieren, nämlich die bulgarische Minderheit in die Verfassung aufgenommen zu werden. Das ist eben das Problem, das wir jetzt nicht nur bei dieser Erweiterungsrunde, sondern auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass eben in dieser asymmetrischen Lage, wo ein Land schon Mitglied ist und das andere beitreten will, das Nachbarland, dass es eben sehr oft ausgenutzt wird, um eben da bilaterale Dinge mit Gewalt durchzubringen. Das heißt, aber ich bin zuversichtlich, dass auch bei Nordmazedonien diese Verfassungsänderung vor oder nach Wahlen passiert und dann die Beitrittsverhandlungen beginnen. Drittens, letztes Jahr positiv im Erweiterungskontext Kosovo, Visa-Liberalisierung. Ich glaube, das war einer unserer, ein größerer Sündenfall, dass wir das Land so lange hingehalten haben, obwohl eigentlich alle Kriterien erfüllt waren. Also wenn man sich das anschaut, wie die Ukraine mit 40 Millionen Einwohnern vor 7, 8 Jahren die Visa-Liberalisierung bekommen hat und andere Länder im ex-sowjetischen Kontext und das kleine Kosovo mit 1,5 Millionen Einwohnern eben nicht, und zwar sehr lange nicht. Und das ist letztes Jahr zum Glück korrigiert worden.
Und mit Ende dieses Jahres wird es dann endlich auch für die Kosovaren die Reisefreiheit in die Europäische Union geben. Und viertens, nicht zu vergessen, Bosnien-Herzegowina hat den Kandidatenstatus bekommen. Das heißt, es ist offiziell jetzt Beitrittskandidat für die Europäische Union. Der nächste Schritt ist dann die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Da wird es noch eine gewisse Zeit dauern. Da gibt es einen Katalog von Dingen, die abgearbeitet werden müssen, von Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung bis hin zu Wirtschaftsreformen und so weiter. Das heißt aber, wir haben nach einer langen, langen Durststrecke letztes Jahr eben zum Glück einen gewissen Schwung hineingebracht in die Erweiterung. Und das ist wichtig, dass eben die Perspektive, jedes Signal, das wir senden und das ernst gemeint ist von der Europäischen Union, ist wichtig für die Bevölkerung dieser Länder, weil eben Zweifel bestehen, dass das jemals eben passiert wird, der Beitritt nämlich. Man sieht das auch an den Auswanderungsquoten, die Emigration ist enorm aus diesen Ländern. Und da gibt es die Umfragen immer von UN-Organisationen. Und welcher Prozentsatz an jungen Leuten 19 bis 29 das Land verlassen will. Ob sie es dann verlassen, ist eine andere Frage, aber da ist Bosnien-Herzegowina immer ganz vorne. Also zuerst Haiti und dann Bosnien-Herzegowina. Das zeigt natürlich schon eine gewisse Perspektivenlosigkeit und auch, dass man eben die Hoffnung schon zu einem Gutteil aufgegeben hat. Und insofern sind diese Entscheidungen letztes Jahr in Richtung EU sehr, sehr positive Entscheidungen. Wie dann schlussendlich der Beitrittsprozess weitergeht, ob das in einen Vollbeitritt mündet, ist eine andere Frage. Aber wichtig ist, dass man eben die Hoffnung aufrechterhält, keep the flame burning. Ich glaube, das ist das Wesentliche für alle Staaten der Region. Das zum Aufbruchskapitel. Blues ist natürlich ebenso richtig. Wir haben am Wochenende die härtesten Zusammenstöße im Kosovo gesehen mit den internationalen Friedenstruppen seit vielen, vielen Jahren, mit 25 verletzten KFOR-Soldaten. Wir haben eine Zuspitzung innenpolitisch in Serbien, wie wir an den Demonstrationen gesehen haben. Wir haben die massive Emigration aus diesen Ländern. Wir haben, was Bosnien-Herzegowina anbelangt, aber auch die anderen Staaten der Region, einen wesentlichen Unterschied zu den Ländern Mittel- und Osteuropas, nämlich der wirtschaftliche Aufholprozess findet nicht statt oder findet nicht in dem Ausmaß statt, wie er stattfinden sollte. Und das ist natürlich, was die Leute auch spüren, also was unter den Ökonomen Konvergenz genannt wird, nämlich dass man sich annähert eben dem Durchschnitt der Europäischen Union. Das findet leider kaum statt. Der einzige Zeitraum, wo das stattgefunden hat, war zwischen 2000 und der Finanzkrise 2008, 2009, wo es wirklich Wachstumsquoten gegeben hat, die wesentlich höher waren als bei uns, 6, 7, 8%, und da konnte man etwas aufholen. Allerdings von einem sehr niedrigen Stand, von 20% circa vom Durchschnitt des BIP in Europa pro Kopf. Der Aufholprozess ging dann bis zu 30%, also Bosnien-Herzegowina liegt jetzt circa bei 30%, Serbien etwas höher, 38, 40%, Albanien etwas niedriger, auch so 30, 29, 30. Und das ist natürlich ein Problem. Die Leute spüren nicht in ihren Geldbörseln, dass es bergauf geht. Und hier ist das natürlich nicht sehr motivierend, wenn man an die nächste Generation denkt, an seine Kinder denkt und sozusagen dann eben Möglichkeiten aufgreift, ins Ausland zu gehen, zu kommen. Dass es auch die Pull-Faktoren gibt, dass die deutsche Wirtschaft zum Beispiel massiv brummt, dass eben der Leute, dass es einfacher ist jetzt, aus Bosnien zum Beispiel in Deutschland Fuß zu fassen, nämlich auch ohne Deutschkenntnisse, das war vorher nicht der Fall, weil es eben so einen massiven Mangel an Arbeitskräften, vor allem im Pflegebereich, gibt. Das heißt, das sind die Faktoren, die dann auch dazukommen aus der EU, aus den EU-Staaten. Also das vielleicht ein bisschen zum Titel Blues oder Aufbruch, ja, es ist beides.
Die andere Frage betrifft Bosnien selbst. Aber wir können auch beim regionalen Kontext bleiben, wenn du möchtest, und wir zuerst darüber reden. Vielleicht eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat im Zusammenhang mit der Demografie, ist natürlich diese massive Schrumpfung der Gesellschaften. Zuerst durch die Fluchtbewegungen, die es gegeben hat, und jetzt durch die Überalterung auf der einen Seite und den wirklichen Abwanderungsdruck, den es gibt, die Jungen. Wie wir, glaube ich, beide von Ivan Krastev gelernt haben, ist es politisch natürlich, hat es ganz unglaublich negative Folgen für Gesellschaften. Und die Frage ist, ob nicht viel von dem, was an verharrenden Kräften am Balkan zu sehen ist, auch darauf zurückzuführen ist, dass die Leute schlicht und einfach mehr Angst und Sorge haben, wenn die Jugend weggeht, wenn die Lebensgrundlagen im ländlichen Raum vor allen Dingen auch wegfallen. Das sind ja auch Mechanismen, die wir auch aus unseren Staaten kennen, dass im ländlichen Raum, wenn der entvölkert wird, dass das nicht gerade zu einer fortschrittlichen Orientierung der Bevölkerung führt. Absolut. Und wenn man sich Bosnien-Herzegowina anschaut, das Land hatte 4,5 Millionen Einwohner vor dem Krieg. Dann war das halbe Land auf der Flucht, also ca. 2,5 Millionen intern Vertriebene oder auch Menschen, die eben zu uns gekommen sind, 100.000 davon, die meisten auch geblieben sind oder nach Schweden gegangen sind oder nach Deutschland ein Teil davon nachher wieder zurückgekehrt ist. Das ist auch einer der Erfolge von deiner Zeit, Wolfgang, wo man halt wirklich auch die Bedingungen geschaffen hat, teilweise auch nachgeholfen hat, dass es auch dann wirklich kommt, dass die Leute zurückkehren. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen großen internationalen oder nationalen Konflikten und Kriegen, dann ist eigentlich die Rückwanderungsquote relativ gut in Bosnien-Herzegowina. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt das alles eine Negativbilanz wäre, was Bosnien-Herzegowina anbelangt. Ich hatte auch das Vergnügen, ziemlich zur selben Zeit, als ihr beide in Bosnien wart, dort zu sein, als junger österreichischer Diplomat, 97, 98. Das gibt mir eben, das ist mein Vorteil gegenüber jetzt Diplomatengenerationen, die jetzt das erste Mal kommen und sehr schnell in diesen Jammermodus verfallen, dass Stillstand, es tut sich nichts, es ist nichts weitergegangen. Ich glaube, man sollte nicht vergessen, welche unglaubliche Aufbauleistungen es gab, auch nach dem Krieg. Ich kann mich erinnern, 97 mit dem Auto von Sarajevo in die Vorstadt Pale zu fahren, wo eben das Hauptquartier von Milosevic und Karadzic war, in der Republika Srpska, 10 Kilometer Entfernung, das war ein gefährlicher Akt. Es gab damals die Nummerntafeln, die eben anzeigten, woher man kam, und da gab es dann Zusammenstöße, Steine flogen und so weiter. Das habt ihr dann gelöst, nämlich indem man Nummerntafeln eingeführt hat, wo man nicht mehr erkennen kann, wo die Leute herkamen. Es war ein kleiner, aber wesentlicher Fortschritt, was die Sicherheit und das Gefühl der Sicherheit im Land anbelangt. Der Aufbau nach den massiven Zerstörungen im ganzen Land, ist das meiste inzwischen wieder aufgebaut. Es gibt eine wirtschaftliche Entwicklung, es gibt Auslandsinvestitionen. Österreich ist der größte Auslandsinvestor nach wie vor in Bosnien-Herzegowina. Das heißt, es ist jetzt nicht alles negativ, das muss man auch einmal dazu sagen. Was ein zusätzlicher Treiber eben der Emigration in Bosnien-Herzegowina anbelangt, ist jetzt, das sehen wir bei Umfragen sehr deutlich, eben nicht mehr nur die sozioökonomische Lage und die Möglichkeit eben in Österreich das Dreifache zu verdienen, sondern eben auch der Mangel an Perspektive. Der Mangel an Perspektive, dass dieses Land wirklich den Anschluss schafft, den Anschluss an die Europäische Union und nicht in einem Dauerkonflikt, in einer Dauerschleife eben verharrt. Und ehrlich gesagt, das ist etwas, das ist natürlich das Gefühl, dass wenn man länger dort ist, sich schon einschleicht, dass die Politiker also Meister sind im Nullsummenspiel. Also Kompromiss gilt als Zeichen der Schwäche. Und ich habe jetzt einmal nachgerechnet, von meinen 4 Jahren, die ich jetzt in Bosnien-Herzegowina verbracht habe, waren mehr als 2 Jahre Blockade
entweder das Parlament, die Präsidentschaft, der Ministerrat, aber es haben die wesentlichen Institutionen des Landes nicht funktioniert. Das heißt, wenn es einmal blockiert ist, dann ist es meistens auf längere Sicht blockiert. Und das ist eben eine der Schwächen von Dayton. Und Dayton, keine Frage, Hut ab vor den Amerikanern, ohne die hätte man es wahrscheinlich nicht geschafft. Die eingegriffen haben damals und eben mit dem Erfolg von Dayton 3 Wochen intensive Verhandlungen, den Krieg, das Morden, das Schlachten beendet haben, 100.000 Tote insgesamt. Natürlich mit einem imperfekten Friedensschluss, ein Teil, ein Annex dieses Friedensabkommens, Annex 4, ist eben die Verfassung. Und da möchte ich dem Herrn Bild etwas widersprechen bezüglich des Zitats, das du gebracht hast, eben, weil es war sehr wohl damals angedacht, dass man eben Dayton relativ rasch einer Revision unterziehen muss. Es war den Verhandlern in Dayton sehr wohl bewusst, dass das ein Minimalkompromiss ist, der das Wesentliche erreicht hat, nämlich einen Frieden. Allerdings auch in vielen Bereichen einfach der kleinste gemeinsame Nenner war. Und das System, das eben dann zum Durchbruch gekommen ist, ist das System der Machtteilung, Power-Sharing, oder in politologisch heißt das Ganze Consociationalism. Das heißt, die Volksgruppen müssen sich auf alle wesentlichen Dinge einigen. Das heißt, es gibt die Blockademöglichkeit jeder Volksgruppe zu den meisten Fragen. Und die internationalen Beispiele, die ein solches System haben, das sind jetzt nicht gerade leuchtende Beispiele einer guten politischen und wirtschaftlichen Entwicklung, nämlich Libanon oder der Irak oder eben Bosnien-Herzegowina, alle Staaten, wo es eben 2, 3 Volksgruppen gibt. Es gibt ein positives Belgien, ist ein bisschen ähnlich. Es gibt ein positiveres, das stimmt. Allerdings versuchen das die Bosnier auch immer wieder heranzuziehen und die Belgier wehren dann immer ab und sagen, Moment, bei uns läuft doch vieles ganz anders, auch wenn wir manchmal ein Jahr oder 2 Jahre keine Regierung haben. Aber die Tatsache eben, dass man das Dayton in Stein gemeißelt ist, ist sicherlich nicht so erdacht worden von den Verfassern, sondern spätestens nach 5 oder 10 Jahren wollte man das Ganze eben revidieren. Und diese Diskussion hat sich ja durchgezogen die letzten 25 Jahre. Ich habe auch an vielen solchen Diskussionen teilgenommen, auch ihr. Letztendlich kam man immer wieder zum Schluss, es ist wahrscheinlich gefährlicher, das ganze Werkel aufzumachen, eine ganz neue Verfassung zu machen und es versuchen wieder zusammenzusetzen. Es könnte nämlich passieren, dass es sich nicht mehr zusammensetzen lässt, weil die Zentrifugalkräfte relativ stark sind nach wie vor und die letzten Jahre eher noch stärker geworden sind, vor allem was die Republika Srpska anbelangt mit den sezessionistischen Tendenzen, die es dort eben massiv gibt. Also das muss man bei Bosnien-Herzegowina vielleicht noch dazu sagen, die Emigration hat eben auch diese zusätzliche Komponente, dass es aufgrund von Perspektivenlosigkeit oder eben, dass man nicht mehr glaubt, dass dieser Staat langfristig sich positiv entwickeln wird. Und insofern ist jedes Signal der Europäischen Union, dass wir unterstützen, dass Bosnien-Herzegowina genauso wie die anderen diese Beitrittsperspektive haben. Was wichtig ist auch noch, ist, wir wissen ja nicht, wie lange das Ganze dauern wird. Es gibt ja dieses Diktum über den Erweiterungsprozess am Balkan ist, also wir tun so, Europäische Union, als würden wir erweitern wollen und die Balkanländer tun so, als würden sie reformieren wollen. Und beide sind etwas unehrlich. Und da ist natürlich auch was dran. Und es gibt eben in der Europäischen Union viele Länder, die eben zweifeln, ob wir in der Lage sind, diese Länder aufnehmen zu können. Es ist jetzt weniger die Größe der Länder, das ist ein relativ kleiner Raum, nämlich mit ca. 18 Millionen Einwohnern, alle 6 Länder zusammen. Insgesamt sage und schreibe 1% der Wirtschaftsleistung der Europäischen Union, 1% des BIP sind 6 Westbalkanländer. Das heißt, das wäre es nicht so sehr, sondern Prinzipien, nämlich Rechtsstaatlichkeit in erster Linie. Da haben wir gesehen in der Vergangenheit, bei vergangenen Erweiterungsrunden, dass wir, wenn wir das nicht ordentlich hinkriegen, die Länder
die dann aufgenommen werden, vorzeitig, bevor sie die Reife haben, eigentlich draufzahlen und das auch schlecht ist natürlich für die Europäische Union. Und da muss man auch sagen, und da bringe ich jetzt ein Beispiel der jüngsten Vergangenheit, letzte Woche nämlich, da lassen halt auch die Westbalkan-Vertreter oft ihre Chancen aus und nutzen die Chancen nicht, die sie haben. Da war ein Außenministertreffen und wir versuchen immer auch als Österreich, als einer der Fürsprecher dieser Region, dass man die Länder anbindet und da wurden die 6 Außenminister eingeladen zu einem Außenministerrat, Mittagessen, 27 plus 6 und ein Gutteil dieses Außenministers war überschattet von einem sehr heftigen verbalen Austausch zwischen der Vertreterin Kosovos, Außenministerin Kosovos und dem Außenminister Serbiens. Und das hinterlässt natürlich dann bei sehr vielen, die ohnehin finden, wir müssen uns zuerst intern konsolidieren, vertiefen, bevor wir in der Lage sind, neue Länder aufnehmen zu können, einen sehr bitteren Beigeschmack. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass es eben diese beiden Aspekte gibt. Wenn wir beim Erweiterungsprozess ein bisschen bleiben, natürlich gibt es da auch die Komponente der Ukraine, der ja auch schon Versprechungen gemacht wurden in diesem Zusammenhang und wo natürlich auch Überlegungen existieren, wie realistisch ist denn das eigentlich, die europäische Integration der Ukraine? Ganz andere Situation, nämlich tatsächlich ein Riesenland, das auch budgetmäßig der Europäischen Union ordentlich was zum Beißen gäbe, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht um die Landwirtschaft hauptsächlich. Und natürlich auch dort die Frage, wie reformfähig, wie schnell ist das Land reformfähig, sind nicht viele Dinge jetzt überdeckt durch den Krieg? Meine Frage, erste Frage ist, wie realistisch hältst du sozusagen einen Integrationsprozess für die Ukraine? Du kennst die ehemalige Sowjetunion sehr gut. Ich kann mich persönlich noch erinnern, dass wir einmal gemeinsam die Ukraine bereist haben und das war die Westukraine und du, also angesichts dessen, was wir dort gesehen haben, gemeint hast, also das wird nie etwas mit der Ukraine in der Europäischen Union. Jetzt erzähle ich wieder was ich nicht erzählen dürfte. Und jetzt hat sich natürlich die geopolitische Situation sehr verändert. Ja? Also wir müssen ja da eine Antwort finden. Und dritte Frage sozusagen, die ich anschließe, ist, was hältst du von diesem Konzept einer politischen Gemeinschaft, wo Macron ja versucht hat, sozusagen die Quadratur des Kreises zu schaffen, diejenigen Staaten mit einzubinden, die eine europäische Perspektive brauchen, aber diese sozioökonomische Integration noch nicht vollständig zu vollziehen? Die Tatsache, dass wir im letztes Jahr diese Fortschritte am Westbalkan gemacht haben, hat ursächlich eben mit der Ukraine zu tun. Das ist keine Frage. Und insofern war das für uns also erst einmal erstaunlich, wie geeint wir als Europäische Union, trotz oft Debatten, die ein paar Wochen gedauert haben, aber wir haben 10 Sanktionspakete verhandelt und beschlossen. Wir haben das 11. gerade in Verhandlung und auch das 11. wird beschlossen werden, auch wenn es noch Widerstand von einem Land momentan gibt. Und das ist, glaube ich, eh bekannt, welches das ist. Das, glaube ich, muss man mal vorausschicken. Also wenn es eng wird, wenn es Krisen gab in der Geschichte der europäischen Einigung, dann hat das oft auch zu Fortschritten im Einigungsprozess selbst geführt. Ich glaube, der Kurs, der gefahren wurde und angeführt von der Kommissionspräsidentin von der Leyen, war ein nicht risikofreier, aber sehr mutiger Kurs, der sich letztendlich, zumindest aus jetziger Sicht, als der richtige herausgestellt hat, nämlich klare Kante zeigen, klare Unterstützung bei einem derartigen Bruch des Völkerrechts, bei einer derartigen Eskalation, wo man gegen alles sozusagen vorgeht, was wir versucht haben, nach dem Zweiten Weltkrieg an internationalem Regelwerk aufzubauen, zum Einsturz zu bringen. Die Grundfesten auch der Europäischen Union, nämlich Kompromisse zu erzielen,
Und die Europäische Union ist halt die Kompromissmaschinerie. Und sozusagen in dem Konflikt, in dem Krieg, hat die Europäische Union das Richtige gemacht. Damit verbunden, glaube ich, war es auch richtig, dieses Signal zu geben, wir unterstützen euch und wir wollen euch an die Europäische Union anbinden. Wie weit diese Anbindung dann gehen wird, ist, glaube ich, eine sehr, sehr offene Frage. Ja, wir sprechen jetzt vom Beitritt, wir sprechen auch vom Beitritt von Moldawien und von Georgien. Ich glaube, da wird noch viel Wasser, die Prut und die Donau hinunterfließen. Wichtig ist jetzt, dieses Signal zu senden, eben, wir sind mit euch und wir verteidigen euch und ihr verteidigt unsere Freiheit auch in Westeuropa. Hunderttausende Menschen haben ihr Leben gelassen für die Freiheit und insofern glaube ich, dass das richtige Signal war. Es gibt natürlich Nuancen, Diskussionen innerhalb der 27, weil die näher dran waren und die eben die Knute Moskaus gespürt haben über viele Jahrzehnte im Kalten Krieg, die Polen, die Balten, eine wesentliche härtere Linie fahren als eben die weiter weg sind. Ich glaube, Deutschland hat diese Zeitenwende ein bisschen spät, aber dann doch gut und richtig erkannt. Es stellt sich halt die Frage, wie man taktisch jetzt weitergeht. Ich gehöre schon eher zu den, die auf Vorsicht plädieren, dass man jetzt nicht sozusagen das überschnell alles versucht, in Richtung Beitrittsprozess Ukraine zu lenken. Es gibt jetzt schon Druck für den Rat, Europäischen Rat im Dezember, von den Balten, von den Polen, von einigen anderen, dass die Beitrittsgespräche bereits aufgenommen werden mit der Ukraine jetzt im Dezember. Ich glaube, das ist auf jeden Fall verfrüht. Es ist auch das falsche Signal dem Balkan gegenüber, der relativ lange gewartet hat. Und hier, glaube ich, muss man eine gewisse Balance finden. Und Österreich gehört eben zu den Ländern, die versuchen, eben auch darauf hinzuweisen, dass man das im Zusammenhang sehen muss. Es ist ein relativ einfacher Akt, dass die 27 sagen, okay, wir beginnen Beitrittsverhandlungen. Ich befürchte nur, dass wir das böse Erwachen wird es dann geben. Wir kennen ein Land, die Türkei, die seit 25 Jahren Beitrittsgespräche führt, de facto eigentlich nicht mehr führt die letzten 10 Jahre, aber offiziell im Beitrittsprozess vorhanden ist, ist natürlich nicht vergleichbar mit der Ukraine. Aber ich glaube, man muss hier einen vernünftigen Mittelweg finden, zu encouragieren, aber gleichzeitig zu sagen, okay, also ihr seid weit weg von einer Reife für die Europäische Union. Es war bekannt, ich hatte in Moskau studiert und kenne den Raum, wie du sagst, relativ gut. Es war ein offenes Geheimnis, dass am Korruption anfälligsten immer die Ukraine und auch Russland, aber eben die Ukraine an erster Stelle war. Das ist natürlich etwas, was man nicht über einige Monate eben ausbügeln kann. Das ist etwas, was sehr, sehr tief geht und insofern ohne Korruptionsbekämpfung, ohne eine Rechtsstaatlichkeit, die aufgebaut wird, glaube ich nicht, dass man hier sehr schnell Fortschritte machen kann. Ich weiß, dass sozusagen aus der Perspektive des Balkans das natürlich fürchterlich schnell geht und da gibt es ja auch budgetäre Fragen, die dahinter stehen, ja, weil da wird dann einfach sehr viel von dem Gesamtbudget der EU in diese Richtung fließen und nicht dorthin, wo der Balkan es sich erhofft. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Argument nimmt, das du am Anfang gebracht hast, nämlich dass relativ viel Fortschritt eigentlich zu erreichen ist in dem Zeitraum, wo die Beitrittsgespräche tatsächlich eröffnet werden und man sich die Situation in der Ukraine ansieht, die unter einem großen Druck steht, als kriegsführender Staat, wo es um die Dinge wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie üblicherweise sowieso nie so gut aussieht, wenn man einen Krieg führt, könnte man natürlich das gegenteilige Argument machen und sagen, es wäre eigentlich gut, ihnen jetzt diese Unterstützung zu geben, damit sozusagen da die europäischen Standards nicht ins Wanken kommen. Weil das war eigentlich immer meine große Sorge, dass die Ukraine in dieser Auseinandersetzung, wo es um Leben und Tod geht und wir immer gesagt haben, das sind unsere Werte, die dort verteidigt werden, letztlich
diese Werte auch kompromittieren wird, weil der Druck so groß ist. Ja? Also deswegen wollte ich das nur einbringen. Das ist da für mich ein. Es ist ein wichtiger Punkt. Und auch der andere Punkt, den du gemacht hast, bezüglich der budgetären Auswirkungen. Und wir haben ja das sehr anschaulich auch gesehen vor 2 Wochen, als selbst die besten Freunde, die Polen, auf die Bremse gestiegen sind mit den Weizenexporten. Also da geht es dann ans Eingemachte, an die eigene Agrarlobby. Und da kommen dann natürlich viele Länder ins Spiel, die eine große Landwirtschaft haben, die Franzosen, die eben sehr viel von diesem Agrarbudget absaugen und mit einem Land mit 44 Millionen Einwohnern, das zur Hälfte agrarisch geprägt ist, wird das natürlich viele Fragen eröffnen, die nicht einfach zu beantworten sind. Also das ist natürlich ein Punkt, der beim Balkan anders laufen würde, weil die Wirtschaften einfach kleinteiliger sind, viel anders organisiert sind und auch leichter zu schlucken sind. Das heißt, das wird sicherlich aufs Tapet kommen. Ich glaube nur nicht, dass in einer Zeit, wo es um die nackte Existenz geht, ums Überleben geht, dass diese Reformen, die verlangt werden von der vom, wie man es in Albanien zum Beispiel gemacht hat mit dem Vetting, wo wirklich so, also der Justizapparat derartig beschädigt ist und korrupt ist, dass man wirklich eine Lustration macht. Und dort mussten alle 800 Richter und Staatsanwälte sich eben diesem Lustrationsprozess unterziehen, alle Konten offenlegen. Und schlussendlich haben mehr als 60% der Richter und Staatsanwälte sind entweder rausgeschmissen worden oder haben freiwillig das Handtuch geworfen. Das ist etwas, hat es auch Verwerfungen gegeben, teilweise gab es kein Verfassungsgericht, weil eben die alle rausgeworfen wurde oder die meisten. Aber das ist ein sehr tiefgreifender Reformprozess im Justizbereich, den man sich sicher überlegen könnte. Es braucht natürlich politische Unterstützung dafür, die gab es in Albanien. Auch unter unserem Druck und amerikanischen Druck, den sehe ich zum Beispiel in Bosnien überhaupt nicht. Das wäre politisch einfach nicht durchzubringen. Ich sehe es auch in der Ukraine momentan nicht. Ich glaube nicht, dass in einer Zeit, wo man ums nackte Überleben kämpft, diese Prozesse, die sehr tief gehen, durchgeführt werden können, physisch. Und insofern bin ich da eher auf einer vorsichtigeren Fährte, dass man schaut, okay, encouragieren ja, jede Finanzunterstützung ja, aber eben nichts versprechen, was dann zu großen Enttäuschungen führen kann. Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal einen Schritt Richtung Serbien, weil es doch auch sehr interessant ist, was sich dort tut. Und man hat das Gefühl, es sind natürlich ein bisschen kommunizierende Gefäße. Auf der einen Seite die Situation in der Republika Srpska in Bosnien, die natürlich beeinflusst wird vom großen Bruder. Auf der anderen Seite die zivilgesellschaftliche Erhebung, die dort im Moment stattfindet. Und auf der dritten Seite die gewaltsamen Konflikte, die es jetzt im Kosovo gegeben hat. Wie immer habe ich den Eindruck, ist es im Balkan halt kompliziert und hängt miteinander zusammen. Vielleicht fange ich damit an. Ich beschäftige mich jetzt schon länger nicht mehr so intensiv mit dem Balkan wie früher. Aber eines ist mir aufgefallen, und zwar negativ aufgefallen, nämlich dass wir früher an den Amerikanern den Ansatz kritisiert haben, our son of a bitch, war das die Policy, die sie gefahren haben. Die Idee war, man setzt auf einen Strongman, man unterstützt ihn, man kann seine Interessen durchsetzen und sorgt für Stabilität. Und wir Europäer haben eigentlich immer auch mit der Erweiterungsstrategie und den Annäherungsstrategien, die wir früher hatten, gesagt, wir setzen auf prozessorientierte Politik und wollen die gesellschaftlichen Institutionen stärken und die Zivilgesellschaft stärken und einen Prozess oder eine demokratische Kultur fördern, wo die Institutionen zum Schluss auch ohne internationale Hilfe überleben können und daher auch sehr stark investiert in Institutionen. Ich
habe den Eindruck, dass die Europäische Union von diesem Weg etwas abgekommen ist. Vielleicht investiert sie weiterhin, aber ich habe den Eindruck, politisch geht es auch sehr stark mittlerweile um das Spiel Are you with us or are you against us? Und das führt natürlich eine gewisse Kurzfristigkeit. Und mir wird das auch von der Zivilgesellschaft in Serbien sehr stark widergespiegelt, dass sie sich alleingelassen fühlen von den Vertretern der Großmächte, von der EU in dieser Auseinandersetzung mit Vucic, dass keine starken Worte kommen aus dem Ausland, die sie unterstützen würden. Und das, glaube ich, ist ein bisschen die Wurzel des Übels im Moment. Wie siehst du das? Du hast völlig recht. Es gibt viele Graubereiche. Also es gibt ja inzwischen die Blanko-Verteufelung des Herrn Vucic und es gibt die Lobgesänge. Und wenn man sich seine Parteitage anschaut, dann ist es immer noch erstaunlich, was der eigentlich mobilisieren kann. Die letzte Demonstration war nicht mehr so berauschend. Das Wetter hat auch nicht mitgespielt. Aber der ungarische Außenminister ist dafür aufgetreten. Genau, und auch der Dodik, die letzten Getreuen. Ich glaube, es liegt irgendwo in der Mitte, wobei die Tendenzen der letzten Jahre schon sehr beunruhigend sind. Was man bei Vucic, und das ist ein bisschen out of area jetzt bei mir, weil ich eben mich hauptsächlich auf Bosnien-Herzegowina konzentriere, aber was eben sein, er hat seine große Vision, Serbien zu modernisieren, wirtschaftlich auf Vordermann zu bringen, möglichst viele Auslandsdirektinvestitionen anzuziehen, das hat er zu einem guten Teil verwirklicht. Und das ist auch ein Teil oder ein guter Teil seines Wahlerfolgs bei den Wahlen der letzten 10, 12 Jahre. Ich kenne Unternehmer, die eben Interesse hatten, in Serbien zu investieren und ab einer gewissen Größe, und das muss nicht sehr groß sein, nimmt sich der serbische Präsident selbst die Zeit, setzt sich mit den Leuten hin. Er ist ein Workaholic 24/7 und gibt seine Visitenkarte und den kann man anrufen um Mitternacht. Und er hebt ab und sagt, okay, das Problem, das ist wichtig, das werde ich beheben, morgen ist es gelöst. Das heißt, das ist etwas, worauf er gesetzt hat und was ihm auch zu einem guten Teil gelungen ist. Also das Anziehen von Auslandsinvestitionen, also das Schaffen von Jobs, allein deutsche Firmen, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber es ist eine sehr, sehr große Anzahl von Jobs, die geschaffen wurde durch deutsche Investitionen in Serbien. Ja, es gibt die Tendenz natürlich auch bei uns in der Europäischen Union, sich auf solche Leute dann auch zu verlassen. Das ist jetzt nicht nur Vucic, auch Rama, der jetzt seit über 12 Jahren an der Macht ist und wie es ausschaut, auch durch die Zertrümmerung der Opposition noch weitere Jahre an der Macht sein wird, hat auch gewisse Tendenzen, diese Strongman-Tendenzen. Wo es auf der einen Seite angenehm ist für uns oder die Amerikaner, dass man einen Partner hat, einen Ansprechpartner, und der, wenn er was zusagt, das meistens auch umsetzt. Ne? Ob das jetzt das Brüsseler Abkommen ist bei Serbien-Kosovo, da wurden einige Dinge umgesetzt, auch weil sozusagen das Parlament kontrolliert wird, klar von dieser einen politischen Führungskraft, und dann man nicht so ganz genau hingeschaut hat über Jahre, was eigentlich sonst so beschnitten wird an Freiheiten. Und das ist natürlich etwas, was sich jetzt auch rächt. Und da ist eine gewisse Kritik berechtigt. Das ist übrigens etwas, was ich in Bosnien-Herzegowina immer besonders auch betrieben habe, nämlich die Unterstützung der Zivilgesellschaft, auch in Albanien damals mit dem Florian gemeinsam, der damals für die OSZE dort war. Also das ist etwas, was man, glaube ich, viel stärker spielen muss. Und das hängt immer auch von den Repräsentanten ab, die wir haben. Manche machen das stärker. Einfacher ist es, es nicht zu machen, weil man sich natürlich angreifbar macht. Ich bin der Überzeugung, dass man das sehr wohl machen muss, dass man sehr wohl diese Kräfte, die ohnehin schon unter großen Schwierigkeiten arbeiten, die Steuerprüfungen haben die ganze Zeit, die gegängelt werden, dass man eben genau diese Zivilkräfte verstärkt unterstützt. Ich war Ende der Woche jetzt noch nach Banja Luka, da mache eine Konferenz zur Medienfreiheit, da sind Gesetze auf den Weg gebracht worden vom lokalen Parlament in der RS, die völlig in die falsche Richtung gehen, nämlich
Kriminalisierung von Defamation, Defamierung, was straffrei gestellt wurde vor 20 Jahren, jetzt wird es wieder kriminalisiert. Ein Foreign Agents Law, so ein bisschen aus der Lade des Herrn Putin, dass man eben die ausländischen NGOs wegbringt und macht eine 2 Tage Konferenz mit eben der Zivilgesellschaft. Das wird mir viel Kritik dort einbringen von den Mächtigen, aber ich finde, das gehört dazu. Und hier müssen wir uns auch, glaube ich, auch diese Kritik gefallen lassen und da können wir durchaus mehr machen. Es ist einfacher, es nicht zu machen. Es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß-Bild eben verteufeln oder gut, es ist, die Wahrheit ist irgendwie dazwischen, aber wir müssen uns da viel stärker noch engagieren. Ich finde das wirklich sehr gut, dass du das mit in die Arbeit aufnimmst, auch weil ich den Eindruck habe, dass es schon so echte Ermüdungstendenzen gibt. Wir haben eine Veranstaltung in Sarajevo gemacht vor 1,5 Jahren mit der Zivilgesellschaft im Westbalkan für die Konferenz zur Zukunft Europas. Das, was mich eben da auch im Gegensatz zu der Situation vor 10 Jahren wirklich beschäftigt hat, war, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft tatsächlich aus dem letzten Loch pfeifen. Da gibt es richtige Themen von Depression, von Ermüdungserscheinungen, die nicht mehr zu heilen sind. Und das ist natürlich, das hat ja gesellschaftliche Auswirkungen, das ist eigentlich ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung. Natürlich gibt es auch Gott sei Dank Gegentendenzen wie in Serbien. Und wie schätzt du das jetzt ein? Wird es dort, wie wird das weitergehen dort? Hast du den Eindruck, dass es da einen Kristallisationspunkt geben kann, dieser Protestbewegung, oder wird sich das verlaufen? Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Es gibt den berühmten, leider nichts zahlen dafür. Den berühmten Tipping Point, den man eben nicht voraussehen kann. Ich habe unlängst mit jemandem gesprochen aus Serbien, der mir gesagt hat, wie unwahrscheinlich es war, damals, als die Riesenproteste gegen den Milosevic dann losgingen und eine derartige Dimension annahmen, dass es eben nicht mehr zu stoppen war. Ob wir jetzt nahe an einem solchen Zeitpunkt sind, wage ich nicht zu sagen. Es hat in Bosnien-Herzegowina ziemlich unerwartet 2014 plötzlich Proteste in allen großen Städten des Landes gegeben, verursacht durch schlechtes Management der staatlichen Behörden bei den Überschwemmungen und generell einfach Ermüdung von dem politischen Dauerstreit. Und das hat dann die Alarmglocken schrillen lassen. Und danach kam eine gewisse Zeit, wo mehr weitergegangen ist, weil das ist etwas, wovor die Herrschenden wirklich Angst haben, dass eben dieser Volkswille und der Volkszorn aufbricht. Und leider, muss ich dazu sagen, ist das nicht sehr oft der Fall. Das hat da etwas mit Mentalität zu tun. Über 400 Jahre, das ist auch ein Zitat übrigens von Karl Bildt, der Bogen von Bihać nach Basra, also 400 Jahre ottomanische Herrschaft, hat natürlich einiges an Legacy hinterlassen, dass man eben obrigkeitshörig ist. Ist uns auch nicht ganz fremd in Österreich. Aber dass es eben relativ lange dauert, bis es zu diesem Siedepunkt kommt und die Leute wirklich auf die Straße gehen und dafür kämpfen. Kannst du noch was sagen zu den derzeitigen Schlagzeilen aus dem Kosovo-Serbien-Konflikt? Wie gefährlich ist die Situation derzeit? Ich glaube, auch hier wieder, das ist, also es hängt alles miteinander zusammen, das ist das eine. Also Vucic ist unter Druck innenpolitisch, das ist völlig klar. Aber es ist nicht so, dass der Vucic jetzt begonnen hat mit der Eskalationsspirale in diesem Konflikt. Wenn ich daran erinnern kann, da gab es Wahlen, Regionalwahlen, wo Bürgermeister gewählt wurden, wo die Serben aus nachvollziehbaren oder nicht nachvollziehbaren Gründen
diese Wahlen boykottiert haben, das heißt, wo Bürgermeister mit einer Unterstützung von 3,14% ins Amt gewählt wurden, nämlich albanische Bürgermeister in serbische Gemeinden. Dass dann sozusagen die Serben in diesen Gemeinden einen Baum aufstellen, wenn diese Bürgermeister, die nicht demokratisch legitimiert sind, die Amtsräume gewaltsam einnehmen wollen, dafür, ehrlich gesagt, habe ich ein gewisses Verständnis. Und das hier, und das ist schon etwas, was wir eben von der Regierung Kurti, die angetreten ist, eben die Korruption zu bekämpfen, sich nichts gefallen zu lassen von den Serben, keine Kompromisse einzugehen, sondern einfach zuerst einmal, ihr müsst uns anerkennen, nämlich Serbien, und dann können wir über alles andere reden. Auch von einem gewissen Moral High Ground argumentieren und einfach rationalen Argumenten oft nicht zugetan sind. Das heißt, in diesem Fall ging die Eskalationsspirale aus meiner Sicht klar von den Kosovaren aus. Dass es dem Vučić innenpolitisch hilft, aufgrund der schwierigen Situation zu Hause, dass er die Armee in Alarmbereitschaft versetzt, dass er die Dramatik in Gang setzt, für die er bekannt ist, und die Dramaturgie, das ist klar. Aber ich wünsche mir schon von beiden Seiten, und das betrifft natürlich auch die Kosovaren, dass wir in einem Prozess, wo wir jetzt mittendrin sind, nämlich in diesem Dialogprozess, der von Miroslav Lajčak, dem ehemaligen slowakischen Außenminister, geleitet wird, wo der Borrell immer wieder am Tisch sitzt, wo man gewisse Fortschritte erzielt hat, wo die kosovarische Seite das erste Mal zugesagt hat, sie werden diesen Gemeindeverband jetzt angehen, den sie 10 Jahre nicht eben umgesetzt haben, obwohl das im Abkommen von Brüssel 2013 enthalten war, dass man inmitten dieses Prozesses, wo es das erste Mal Fortschritte gibt, auch weil die Europäer und Amerikaner an einem Strang ziehen, dass man in dieser Phase eben so eskaliert, lässt Zweifel aufkommen am guten Willen, hier zu einem wirklichen Ergebnis zu kommen. Übrigens, diese Zweifel sind auch auf der serbischen Seite. Also, es gibt viele Leute, die sich gut auskennen in diesem Konflikt, die sagen, warum sollte Vučić zu einem jetzigen Zeitpunkt dieses Faustpfand, das Größte, das er hat, aus der Hand geben, bevor er nicht sozusagen sehr nahe am EU-Beitritt ist. Das ist etwas, was er sich eher für den ganzen Schluss aufhalten könnte. Das heißt, ich glaube, es wird hier von beiden Seiten gepokert. Und was für die Serben ungewohnt ist, dass die Kosovaren momentan sehr hoch pokern. Es gibt ja auch eine These, ich glaube, die ist natürlich eine kosovarische These, aber dass sozusagen jetzt eine neue Generation von Politikern antritt. Kurti ist einer von denen, die sehr stark eben prozessorientiert argumentieren. Wir halten uns an die Verfassung, wenn die Bürgermeister gewählt werden, dann werden sie ins Amt eingesetzt. Und ob die EU und die Amerikaner das jetzt so super finden oder nicht, spielt für mich als Premierminister auch eines kleinen Landes jetzt nicht die größte Rolle, sondern wir machen das einfach. Mhm. Und ein bisschen hat das schon was für sich, glaube ich, weil der Kurti schon ein paar Mal Dinge gemacht hat, die jetzt verstörend gewirkt haben auf die internationale Gemeinschaft, mit denen aber auch Erfolg hatte. Ne? Ja, und teilweise auch nicht. Also die Nummerntafelgeschichte musste er wieder zurückziehen. Er ist ein sehr interessanter Gesprächspartner. Ich kenne ihn ganz gut als Intellektueller, sehr anregend. Ich glaube nur als Politiker hat er eben überspannt er den Bogen oft und überschätzt auch, was dann die Möglichkeiten sind, dann mit dieser Politik zu einem Ziel zu kommen. Man kann ja nicht gegen alle sozusagen Politik machen. Und wenn jetzt nicht nur einige kritische Europäer, sondern auch der größte Freund der Kosovaren, nämlich die Amerikaner, sagen, okay, jetzt reicht's und jetzt gibt es Sanktionen, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das noch eine gute Politik ist, die man macht. Zurück zu Bosnien. Zwei Themen hätte ich noch in Bezug auf Bosnien. Das eine sind die berühmten Bond Powers. Ich möchte kurz erklären, um was es da geht. Also in Dayton wurde die Institution des Hohen Repräsentanten geschaffen, der dafür zuständig war, für die Umsetzung des Dayton Agreements zu sorgen.
Das ist eine Institution, die mit einem UNO-Mandat ausgestattet ist, aber keine UNO-Institution an sich darstellt. Und ich glaube, 2 Jahre später, nachdem man schon an die Grenzen von Dayton gestoßen ist und auch an die Grenzen des guten Willens der ethnozentristischen Parteien, wurde in Bonn, ich weiß nicht, ob es 2 Jahre oder 1 Jahr später 97. war, 97, die sogenannten Bonn-Powers geschaffen, die bedeuten, dass der hohe Repräsentant Gesetze außer Kraft treten kann, gewählte Politiker absetzen kann, auch Gesetze in Kraft treten lassen kann, also unglaubliche starke Vollmachten hat, die teilweise auch eingesetzt wurden, um immer mit dem Argument, das umzusetzen, was man in Dayton vereinbart hat und sozusagen die Friedenslogik zu stärken. Das ist, hat am Anfang ganz gut funktioniert und ist auch noch wenig kritisiert worden. Es kam dann zu immer mehr Kritik, weil wir uns jetzt 28 Jahre nach Dayton befinden. Und natürlich davon auszugehen ist, dass das nicht kompatibel ist mit einem normalen Staatswesen und auch dazu führt, dass es so etwas wie perverse Effekte gibt, dass sich einige der Akteure dann darauf verlassen, dass der hohe Repräsentant das eh schon tun wird, was zu tun ist. Und es gibt daher schon seit mindestens, also 2000 würde ich sagen, die Diskussion über die Abschaffung der Bonn Powers oder zumindest ihre Einschränkung. Und das Amt des Hohen Repräsentanten besteht aber weiterhin. Es ist auch, wurde auch in einer gewissen Art und Weise versteinert, weil man lange Zeit Sorge hatte, dass man es nicht, erstens nicht reformieren kann in der Institution und zweitens auch keinen Nachfolger einsetzen kann, weil die Russen dem nicht zustimmen würden. Und soweit ich weiß, ist das auch passiert bei der Nachfolge von unserem österreichischen Kollegen Insko. Konnte kein Konsens gefunden werden und es ist ein deutscher Vertreter eingesetzt worden, der, würde ich sagen, mit die vielen Limitationen dieses Konstrukts auch symbolisiert. Und jetzt ist für mich die Frage, wie ist die Position der EU zu diesem Konstrukt? Das ist ein sehr, sehr bosnisches Spezifikum. Ich glaube, das gibt es weltweit sonst nirgends, diese fast diktatorischen Machtbefugnisse, die Sinn machten eben nach dem Krieg, wo eben sich sehr schnell herausstellte, dass man ohne so ein Instrumentarium die Karadzic dieser Welt und die Plavsic und die halt absolut keine Reue zeigten, A und B, jeden Kompromiss verhindert haben, dass man eben die im Extremfall auch aus dem Amt entfernen kann, dass man gewisse Gesetze erlassen kann, dass man den Gesamtstaat, der ein minimalst Gesamtstaat war 1995 nach Dayton mit insgesamt nur 3 Ministerien auf Staatsebene. Das heißt, das war viel weniger als das Minimum, das ein halbwegs funktionierender Staat hat. Und dafür wurden die Bonn Powers auch sehr positiv als State-Building-Maßnahme benutzt. Auch Wolfgang hat das natürlich zu dem Zeitpunkt relativ extensiv gemacht. Wir haben heute einen Staatskompetenzen mit insgesamt 9 Bundesministerien, da ist vieles abgedeckt. Es ist nach wie vor ein sehr dezentraler Staat, das muss man auch sagen. Also die Entitäten, die beiden Entitäten, Republika Srpska und die Föderation, und bei der Föderation gibt es noch eine weitere sehr föderale Aufteilung in Kantone, da liegen die meisten Kompetenzen. Aber es wurde geschaffen durch diese Befugnisse, Machtbefugnisse der Bonn Powers eben auch sehr viel Positives für das Land. Es wurde etwas übertrieben aus meiner Sicht mit dem Absetzen von Politikern. Das war an der Tagesordnung oder jede Woche zumindest einige Politiker, die damals abgesetzt wurden. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber als man dann dazu überging, nämlich, dass man betont hat, eben die Local Ownership und ihr müsst es selber machen und sich eine Prioritätenliste
geeinigt hat, 5+2, diese sogenannte Agenda, diese Bedingungen müssen erfüllt sein, dann schließen wir dieses Büro. Das wurde 2008 erstellt, jetzt sind wir in 2023, also 15 Jahre später, und seitdem ist leider das Büro eine Lame Duck. Und mit all den Auswirkungen, die das eben mit sich bringt. Im Nachhinein gesehen wäre es wahrscheinlich gescheiter gewesen, nach diesen durchaus beachtlichen Erfolgen am Anfang, dass man sagt, okay, wir übergeben euch die Befugnisse. Aus europäischer Sicht, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich auch insofern sehr problematisch, weil wir inzwischen einen offiziellen Beitrittskandidaten für die Europäische Union haben, der nach wie vor nicht die volle Souveränität besitzt. Ein Staat, der die Entscheidungen nicht vollständig selber treffen kann, weil es da jemanden gibt, der eben diese Schublade hat, wo die Bond Powers drinnen sind. Das heißt, unser AV damals, das ist die Stellungnahme auf einen Beitrittsantrag der Europäischen Kommission, die hat sehr klar betont, dass dass diese internationale Supervision zurückgefahren werden muss, bis hin zur Abschaffung dann des Hohen Repräsentanten, wenn das Land wirklich Vollmitglied werden will. Sonst kann man sich das Ganze nicht vorstellen. Das heißt, wir sind immer sehr, sehr auf der vorsichtigen Seite, was die Anwendung anbelangt. Valentin Insko hat das sehr, sehr sparsam angewendet, auch aus anderen Gründen. Also jetzt mit dem neuen Hohen Repräsentanten ist dieses Instrument wieder hochgefahren worden, und in den letzten 2 Jahren wurde es insgesamt 8-mal angewandt, was aus unserer Sicht definitiv zu viel ist. Warum? Weil es auch dazu führt, zu dem Paradoxon, dass eben es noch weniger Willen gibt, der Politiker selber zu Kompromissen zu kommen, weil man ohnehin sich verlassen kann, da gibt es dann jemanden, der seinen Zauberstab herausnimmt und die Sache löst. Und genau aus diesem Grund kommen jetzt im Tages- oder Wochenrhythmus verschiedenste politische Vertreter zum Hohen Repräsentanten, klopfen an seine Tür und sagen, im Übrigen, da haben wir ein Problem, wir hätten gern, dass du das löst für uns. Und das ist natürlich das falsche Konzept, und insofern muss man das zurückfahren, soweit es nur geht. Das Problem ist, es ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo es so starke Zentrifugalkräfte gibt im Land, wo eben der Präsident der Republika Srpska im Wochenrhythmus mit einer Sezession droht, was nicht ohne Gegenreaktion natürlich der Bosniaken passieren würde. Das heißt, das wäre ein Kriegsgrund. Das wird auch ganz offen ausgesprochen. Wenn 49% des Territoriums von heute auf morgen wegfallen, dann sind die Bosniaken, die den größten Preis gezahlt haben, natürlich im Krieg, inklusive Srebrenica, die werden nicht still sitzen. Das heißt, wir sind jetzt wieder in einem Zeitraum, wo die Abschaffung des Hohen Repräsentanten, des Amtes, nicht wirklich auf der Tagesordnung steht, und ich glaube auch aus gutem Grund. Das heißt, Stabilität, Sicherheit ist, was Bosnien-Herzegowina anbelangt, nach wie vor ganz oben auf der Tagesordnung. Wir haben europäische Friedenstruppen dort mit zurzeit insgesamt 1200 Soldaten, viele davon Österreicher, lange Zeit unter österreichischem Kommando stehend. Das ist weiterhin wichtig. Wir müssen dort präsent sein, wir müssen aufpassen, weil es relativ viele Hitzköpfe gibt, weil es Politiker gibt, die auf die ethnonationale Karte setzen, die immer wieder die Angstspirale in Gang setzen. Ich bin der Einzige, der euch verteidigen kann, weil die anderen wollen euch wieder abschlachten. Völlig übertrieben übrigens, weil die Menschen relativ gut zusammenleben. Das heißt, es gibt ja diese auch gemischten Gebiete nach wie vor, viel weniger übrigens als vor dem Krieg, aber es gibt nach wie vor eben diese gemischten Kantone, wo es eben die letzten 25, 27 Jahre eigentlich keine Zusammenstöße gab. Das heißt, es ist etwas, von den Politikern auch bewusst leider geschürt wird, und wo es so schwierig ist, aus dieser Spirale rauszukommen. Das Wichtigste wäre aus meiner Sicht, dass man eben diese Stammesführer, wie ich sie manchmal bezeichne, da gibt es die drei Großen, bei den Bosniaken war das der Izetbegović, der ist jetzt einmal von der politischen Bühne weg, der wurde abgewählt, einer von den dreien, der andere ist der Jovic bei den Kroaten und der dritte ist der Dodik. Es ist ja wahnsinnig wichtig, dass es hier eine Erneuerung gibt, dass politische Eliten, eben das Wesen der Demokratie, dass politische Eliten sich erneuern und nicht da ewig, in diesem Fall seit 2 bis 3 Jahrzehnten an der Macht sind.
Was allerdings auch besonders schwierig ist, weil sie eben ein System etabliert haben, ein gewisses feudales System, das eben ihren Weiterbestand und Weiterherrschaft sichert durch Zuwendungen, durch Jobs, durch Wohnungen und so weiter. Das wird natürlich dann alles kontrolliert, ob auch die Wahl dann das Kreuzl bei der richtigen Stelle gemacht wird. Und in einem Land, das eben BIP pro Kopf 5.000 Euro hat pro Jahr, also ist natürlich wirtschaftlich ist natürlich das ein wirtschaftliches Argument, wenn man sozusagen, wenn die Parteimitgliedschaft derartige Vorteile bringt. Und das ist eben das Schwierige, dass man diesen Teufelskreis dann bricht. Es gibt immer wieder gute Parteien, neue Parteien, liberale Parteien, zivilgesellschaftlich angehauchte Parteien, die auch immer wieder erfolgreich sind. Nur leider sind es halt meistens urbane Phänomene. In Banja Luka, das ist die größte Niederlage für den Dodik, mit dem hat er nie gerechnet, dass ihn da ein 27-Jähriger ohne politische Erfahrung wegfegen wird und seinen Bürgermeister da besiegt hat bei den letzten Wahlen. In Sarajevo gibt es liberale Parteien, die völlig anders agieren, also eben nicht mit diesem nationalen Hass, der ewig weitergesponnen wird. Aber leider bei den nationalen Wahlen stellt sich heraus, dass die eben wirklich leider nur urbane Phänomene sind. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zu einer finalen Runde an Fragen durch das Publikum gehen und würde ein paar Fragen sammeln.